We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hallo, herzlich willkommen zu Blumus 2022. Wir dürfen mit Anime-Euro spielen. Punkt 1, Tagesordnungspunkt 1. Wir haben wohl etwas abzuarbeiten. Am 15. Ja. Denn? Ich habe den Tee ausprobiert von gestern von Karls Erdbeer auf den Adventskalender. Er riecht nach Campina. Und? Wie schmeckt er? Nach Campina. Voll krass. Erdbeersahne halt nicht so nach Zucker wie so ein Bonbon, aber schon sehr gut. Voll die geile Sorte. Und den stelle ich wieder weg. Ich wollte nur sagen, den haben wir heute Morgen gekocht und ausprobiert. Ach ja, ich habe gestern etwas Chaos veranstaltet. Was ist denn da los? Warte, mit Trauer, ja, setze ich meine Rentieröhrchen ab. Das ist mein Werk von gestern. Es sieht sehr, 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 sehr schön aus. Es ist eine Mütze mit Bommel. Ja, und meine Makramee-Ohrringe, die ich gemacht habe. Sie müssen da das näher sehen. So einmal und zweimal. Ja, man muss sie noch festkleben mit Textilkleber, dass die Knoten nicht mehr aufgehen. Und dann müssen die Federn noch etwas gekürzt werden. Aber außer, was sagst du, kann man tragen? Sieht süß aus. Sieht aus wie kleine Flügis. Flügelchen. Ja. Sehr süß. Eine Bestellung, die ist für Sven. Die wird morgen abgeholt. Deswegen habe ich das gestern fix gemacht. Schwarze Mütze, blaue Bommel wurde gewünscht und ja, haben wir hingekriegt. Passt auf den Kopf ruf, haben wir gut gemacht. Habe ich euch auf Instagram auch mitgenommen. Und dann wollten wir euch noch einmal über Weihnachtsgeschenke reden. Also, außer nicht, wir brauchen auch noch ein paar Ideen. Also ihr könnt unten gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euren Eltern zu Weihnachten schenkt. Weil ich finde, dass eigentlich für Freunde und für meinen Mann oder so, finde ich das voll easy, Geschenke zu finden. Weil so, man trifft sich ja ab und zu und dann hört man irgendwie auch raus, so, das könnten diejenigen sich wünschen etc. Ich finde, also so für Freunde habe ich gar kein Problem mit irgendwie ein Geschenk zu finden. Jedenfalls, aber bei Eltern weiß ich nicht. Also ganz schwierig. Aber was schenkt man denn sonst zu seinem Oma, seiner Opa oder jemanden? Ja, ja, man ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sich wünschen, was ihr schenkt einfach. Ja, das wäre halt. Dass wir auch so vielleicht noch so ein bisschen Inspiration kriegen. Dem Schwiegervati haben wir jetzt Macadamia-Nüsse bestellt bei Koro. So ein 500 Gramm Beutel, weil wir einfach wissen, er isst total gerne Nüsse und das ist auch seiner Lieblingssorte. Und er hat sich in letzter Zeit, wir gehen ja auch immer für ihn einkaufen, deswegen wissen wir das ja auch, nicht so viele Nüsse geholt, aber er isst sie total gerne. Und da haben wir dann gedacht, so zu Weihnachten ist voll der gute Anlass, dass er dann so ein Paket kriegt, weil das nicht so unnütz ist. Wir brauchen ihm keine Deko schenken. Ich weiß nicht, ob ihr noch im Kopf habt, wie die Wohnung aussieht beim Party. Ja, ja. Ne? Deswegen haben wir gedacht, so, wir hatten vor 2 Jahren haben wir ihm noch Ausflüge geschenkt, genau. Weil ich das auch voll schön fand. Da waren wir zum Beispiel auch Boot fahren und sowas. Boot fahren. Genau, in der auf der Berliner Spree. Richtig, das, da haben wir auch viele Fotos noch gemacht. Ne? Da hattest du deine Glatze. Ne? Ja, das war lustig. Ja, da haben wir noch Ausflüge mit Peter gemacht, aber das ist jetzt leider, kriegen wir das nicht mehr hin jetzt. Ja. Also eher nicht mehr. Ja, das aber Fati ist ja auch ein Mann, deswegen kann man ihm eher, sage ich jetzt mal, was zum Essen schenken. Aber wir haben ja auch noch für euch, weil wir wissen ja, die meisten Zuschauerinnen sind weiblich von euch, auch noch eine gute Geschenkidee. Richtig. Denn wir... Ich habe nochmal mit dem Bruder geredet und ich darf euch nochmal einen 30% Gutschein anbieten. Also sind es die Jepola Tagescreme und Nachtcreme. Ich benutze das ja immer ganz fertig. Habe ich auch gerade die Pflege gemacht. Ich blende es euch mal neben. Jetzt ist der Thermomix fertig. Ich blende es euch mal hier ein, wie die Pflegeroutine aussieht. Das ist auch wirklich innerhalb von 5 Minuten erledigt. Ich nehme gar nicht viel Zeit weg vom Tag. Aber gerade für empfindliche Haut mega geil. Also nur gute Inhaltsstoffe, keine Mikroplastik, nichts, was irgendwie eklig ist, kein Erdöl, ja. Tierversuchsfrei, ganz, ganz, ganz wichtig. Vegan auch, ne? Also beides, man muss beides nennen. Und man muss dazu immer sagen, du hast ja Neurodermitis. Neurodermitis gerade für empfindliche Haut. Genau, für besonders empfindliche Haut. Mega gut geeignet. Also wenn ihr Frauen nicht wisst, was ihr schenken könnt oder müsst oder sonstiges,
dann einfach vielleicht eine Pflegeserie. Von Neil Poder, genau. Von Neil Poder. Mit meinem Code Mira Dezember könnt ihr 30% sparen auf das gesamte Sortiment. Ja, wir verlinken den Code von dir unten in der Videobeschreibung, damit man ihn auch direkt sieht. Ist der erste anklickbare Link unten in der Infobox. Ihr seht jetzt gerade wirklich, wie schnell das geht. Also wir haben zwei Reinigungssteps, also einmal auf ölhaltiger Basis, einmal auf wasserhaltiger Basis, damit wirklich der ganze Tagesschmutz auch abgeht. Ich habe ja zum Beispiel auch Neurodermitis, also wirklich sehr empfindliche Haut. Und je Puder vertrage ich wirklich, das holt das Beste aus meiner Haut einfach raus, wirklich perfekt geeignet für mich. Ich bin super, super glücklich mit meiner Haut. Oh, sag, was hast du zu meiner? Ich finde das immer sehr schön. Ich mag das sowieso. Sie ja, genau. Jetzt ist sie besonders schön. Ich mag das aber sowieso. Sonst würde ich dich ja gar nicht so häufig und so gerne küssen, weil nur Haut, nur die, wegen der Pflege. Haut, die gut gepflegt ist, die möchte auch viel geküsst werden. Das ist wichtig. Ich bin auch für dich aussagt, ne? Genau. Ich muss mich auch, also es gibt auch Pflegeprodukte für Männer, also generell für alle Geschlechter. Ich habe das auch schon benutzt. Ich habe schon mal die Nachtcreme benutzt. Da fühlt man sich morgens dann frischer, sage ich mal, richtig, im Gesicht. Man bin dann wohl nicht so konsequent. Nee, man gibt sich so eine richtig dicke Schicht. Das ist wie so eine Nachtmaske auch so ein bisschen aufs Gesicht drauf. Das Kopfkissen ist also nichts verschmiert. Das zieht einfach in der Nacht ein. Und man wacht einfach mit so einem richtig guten Gesichtsgefühl auf. Ja, mit so einem frischen, jetzt gerade bei der Winterzeit. Halt nicht, genau, jetzt, wo man ja auch die Heizung immer anhat und die Heizungsluft, ne, das Gesicht trocknet einfach aus im Winter. Ja, ja, ja. Und wenn man das abends drauf tut, dann hat man morgens noch so eine Restcreme sozusagen. Also es ist alles eingezogen, aber es fühlt sich einfach so richtig, richtig gut. Als ob man sich gerade frisch, genau, als ob man sich gerade frisch eingecremt hat. Ihr kennt ja das Gefühl, deswegen. Richtig gutes Gefühl. Können wir euch sehr, sehr ans Herz legen mit dem Code MIRADEZEMBER. Könnt ihr, wie gesagt, 30% auf alles sparen. Ist unten in der Infobox verlinkt, der erste anklickbare Link in der Infobox. Und jetzt machen wir die Türchen weiter. Ja, oben, genau. Neben die Poda haben wir noch... Wir haben gestern das Makramee-Türchen vergessen und ich war da sehr, sehr traurig drüber, haben wir das aufgefallen ist. Das ja, weil die 14 ist noch voll. Oha, dann müssen wir heute doppelt aufmachen. Ich stelle diesmal sie jetzt ab, lass sie auf dieser Höhe, wenn sie sich ihre... Was haben sie denn da gemacht? Das ist alles voller Wolle. Noch eine Mütze? Ich habe mir noch eine Mütze gemacht. Oh. Nein, ich hatte ja die andere Mütze gemacht. Die muss ich aber abgeben. Du hast die Dingsmus noch aufgenommen. Ich habe die Öhrchen noch auf. Oh, mit Flauschi und Bommel. Ja. Das sieht gut aus. Hier habe ich eine Bommel gemacht. Also jetzt wieder verkehrte Reihenfolge. Wupp. Und das ist für den Hals, oder? Ja. Achtung, pass auf. Hier, ich würde dann sagen, sie fangen diesmal mit dem Makramee-Adventskalender an einfach. Ja, und Doppeltürchen. Genau. Guck mal, wie mein Schüchchen draußen wieder aussehe. Das sieht, mit allem hier. Mit den Öhrringen, mit dem Hals und mit der Mütze. Ja. Hier, 14 und 15 suchen Sie bitte, während ich die 15 hier oben beim Koro-Adventskalender sammle. Ich habe vielleicht gedacht, vielleicht mache ich dazu noch Stulpen, dass ich draußen halt so einen einheitlichen Look habe. Was sind das Stulpen? Das sind diese Dinger, die man über die Wadenwärmer, die man rüberzieht. Wadenwärmer, ja. Okay. So 90er-Style. Ich feiere jetzt aber voll. Das ist nichts für mich, das ist was für dich von Koro. Feigen in Zart-Bitter-Schokolade. Das mag ich nicht. Wusstest du, dass Feigen nicht vegan sind? Nee, hä, wieso? Wieso sind Feigen nicht vegan? Das musst du mir jetzt mal erklären. Da fliegt eine Fliege rein, um das zu bestäuben und die Pflanze, die Fliege verreckt dabei. Achso, die Fliege frisst die Fliege auf? Ja. Achso. Also es ist die Fliegenfeige sozusagen. Feigen in Zart-Bitter-Schokolade. Ja. Probieren Sie mal. Wie schmeckt's? Also ich mag Feige nicht so. Das ist, diese Konsistenz mag ich gar nicht. Genauso wie Dattel. Das ist so knautschig. So. Es ist wie Rosine, die Konsistenz. Ich muss jetzt hier mal meinen Kaffee weitermachen. Ja. 15 geht hier oben weiter. Ich habe im Kaffee-Adventskalender heute drin Kaffee-Mikro-Kaffee-Crema. Den hatte ich schon mal. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. So, das ist natürlich was zum Naschen. Aber wenn man sich jetzt überlegt, so hey, ich kann eine Milka-Schokoladentafel essen oder eine Feige in Schoki, dann ist das halt die etwas gesündere. Genau gleich kalorisch sozusagen. Ne? Aber es sind trotzdem bessere Nährwerte. Deswegen kann man machen, kann man unterwegs gut snacken. So, ich habe sie jetzt wieder ins rechte Licht gerückt. Achtung, musst du so. Das noch weiter runter machen? Nee, das ist okay. Du bist genau mittig im Bild und jetzt bist du auch besser belichtet, weil ich fand gerade, dass du so dunkel aussahst. Ja. Du warst so schwarz, aber jetzt sieht es alles wieder viel besser aus. Hier wird es langsam warm auch. Durch die Sachen. Das ist die 14, ist ein großer Nasenring für Osok. Willst du mich damit durch die Manege ziehen?
Durch die Manege? Ne, ja, so. So. So ein Nasenring halt so. Was hast du da noch? Oh, und noch ein Ring. Und Metallring. Ja, und ein Metallring. Dann guck mal deine Anleitung. Achso, wüsste ich gar nicht. Schatz, hier 14 und 15, dann kannst du da reinschauen. Und dann kannst du sagen, was beides wird. Während ich... Wo ist denn der Socken-Adventskalender? Der steht schon unten. Du hast den schon runtergeholt. Oh. Nee, wir haben den nicht zurückgestellt gestern. Dann müssen wir mal gucken. Darf ich den Socken-Adventskalender diesmal aufmachen? So, die 13 waren die Pippa-Ohrringe. Das ist auch der Pippa-Knoten. Das ist nur ein einzelner Knoten. Makramee-Serviettenring. Aha. Achso, davon hätte ich dann aber auch gern 6 Ringe. Das war aber nur einer für diese Werte. Ja, aber ich hätte schon gern 6 Ringe, muss ich mal sagen. Ach, das ist für eine Tasche. Ein Taschenanhänger wird das. Das ist ja cool. Das sieht süß aus. Ja. Cool. Das gefällt mir. Ja. Ich mache jetzt den Socken-Adventskalender auf. Ich will diesmal die Socke haben. Also, vielen, vielen Dank, Claudia, für diesen Makramee-Adventskalender. Ich zeige euch morgen die beiden Ergebnisse von den Türchen. Wir machen natürlich alles. Hier. Eine blaue Socke mit weiß-blauen Punkten. Also eine hellblaue Socke. Aber es ist die erste wieder. Das heißt, wir haben noch kein Pärchen. Aber wir hatten gestern ein Pärchen und ich habe keine Sockis an. Ah. Du kannst mir schon welche anziehen, wenn du möchtest. Ja, dann muss ich dir welche holen. Einen Moment. Weil da oben sind jetzt keine Pärchen mehr drin. Doch, da war gestern war doch ein Pärchen drin. Sicher, dass da gestern ein Pärchen drin war? Das sind zwei? Nee, das ist nur einer. Das ist ein grauer. Hä? Nee, wir haben... Ach nee, guck mal, hier liegen die doch. Die haben wir nicht wieder reingelegt. Ja, kannst du mal sehen, wie inkonsequent das war gestern. Da müssen wir uns heute mehr Mühe geben. So, nee, wie machen? Hier kannst du nicht sitzen. Das ist wirklich... Hier kannst du nicht sitzen. Runter mit dir auf dem Fußboden. Die Wolle liegt auf der Couch, ja? Das Wichtige. Dann gehen Sie mal bitte dorthin, wo Sie hingehören, auf dem Fußboden. Darüber freuen sich wieder alle deine Zuschauerinnen. Ich weiß es ganz genau. Ich lasse aber auch alles mit mir machen. Das ist halt auch das Gute dran. So, hier. Ja, bisschen gut, aber du hättest dich ja aber auch links auf die Couch setzen können. Ach so, aber ich sitze jetzt hier unten. Hallo! So, jetzt fehlen noch. Hast du noch mehr zum Öffnen? Ja, dein Medi-Adventskalender fehlt. Ich wollte schon sagen, alles fehlt. Sport fehlt, Achtsamkeits-Adventskalender fehlt, Karls fehlt noch. Ja, nehmen Sie erstmal bei Medi was raus. Ich suche mir einen Tee aus. So. Das Wasser ist gerade heiß gewesen, es hat gerade geklingelt. Ich glaube, Strawberry Cheesecake. Nee, zweimal Erdbeer an einem Tag geht nicht. Blaubeer hatte ich gerade. Muss ja so einen Apfel nehmen. So einen türkischen Apfel. Oh ja, gibt es noch einen Apfel? Hier. Da ist der türkische Apfel. Hier ist der türkische Apfel. Das passt perfekt. Dankeschön, Medi. So, sehr gut. Hier nehmen Sie Ihre Schuhe wieder? Ja. Dann kannst du schon mal rüberlegen. Wasser die Schuhe heißt. Sind auch die besten. Ja, weiter im Text. Ich mache hier Karls auf. Das Messer liegt hier unten. 15. Ich bin auch vergesslich geworden hier, wa? Guck mal, außer Quartier spannend aus. Was ist das? Ketchup? Nee, hä? Was ist denn das? Erdbeernektar. Erdbeernektar? Das ist aber ganz schön abgesetzt hier. Das muss geschüttelt werden, richtig? Dass der Erdbeer. Qualitätsmerkmal. Erdbeersaft sich wieder vermischt. Ohne Emulgatoren. Das finde ich schon wieder spannend, ehrlich gesagt. Aus der Erdbeere. Zutaten, Erdbeersaft, 65% aus Wasser und Zucker. Nee, und Wasser und Zucker. Ja. Das sind 75% Erdbeere, Wasser und Zucker. 65% Erdbeer. Hier steht aber 75% Fruchtgehalt. Guck mal. Ja, aber Erdbeersaft. Ach so. Das ist der Fruchtgehalt, ist bei 75%, aber Erdbeersaft ist 65% drin. Ich weiß allerdings nicht, woraus der Erdbeersaft jetzt besteht. Das sind ja, wenn das gepresste Erdbeeren nur wären, würde ja Erdbeere draufstehen. Oh, oh, machen Sie auf. Wie riecht's? Oh, überall krass nach Erdbeer. Boah, das riecht übertrieben krass nach Erdbeere. Wie schmeckt das? Oha. Also ich finde es gut, dass er nicht so extra Zitrone drin ist, sondern halt nur Wasser und Zucker zugesetzt ist. Ja, das schmeckt nach Erdbeere halt so. Also nach natürlicher Erdbeere. Das ist jetzt nicht chemisch, sondern das schmeckt einfach so nach, ja, gepresster Erdbeerenwasser. So püriert. Erdbeerpüree, würde ich so sagen. Ja, Erdbeerpüree wäre natürlich viel dicker, aber da ist übrigens ja Wasser. Wasser dabei, genau. Also ich finde das ganz spannend. Fruchtgehalt bei 75%.
dass da wirklich kein Säurungsmittel dran ist. Das gefällt mir schon. Das finde ich sehr keine gut. E-Stoffe und so. Richtig. Ich rede ganz lustig, wenn ich hier so reinrede. So, willst du den Rest später trinken? Dann machen wir Deckel wieder drauf. Ja, kann man trinken. Gefällt mir. So, jetzt. Also so einen Saft würde ich auch kaufen, auch in anderen Geschmacksrichtungen. So, Schatz, jetzt musst du noch den Powerball-Dinger runterholen. Mm. Die möchte ich die essen. Die kann ich nicht mehr essen, Osok. Ja, aber ich möchte die essen. Räuchermännchen! Räuchermännchen! Ich bereite für Sie das Räuchermännchen vor, indem ich rüberlaufe und den Kegel in den Mülleimer werfe. So. Ich habe die 15. Lass deine Sorgen los und fühle dich geborgen. Naja, also das ist ja einfacher gesagt als getan, wa? Ja, Osok. Also eine Kugel, sehr gut. Und ich suche hier die 5. Hier habe ich sie schon. Was ist es für ein Bruch diesmal? Sandelholz. Naja, überzeugt mich nicht. Na, das schmeckt wieder so komisch. Dieser, das schmeckt? Achso, ja. Nee, nicht der Kegel. Bei Osok weiß man nicht so genau. Hat er jetzt den Powerball gegessen oder hat er gerade den Kegel gegessen? So ein Schokobärchen würde ich mir noch von Sabine schmecken lassen. Mhm. Dankeschön. Soll ich den auch auspacken? Ich muss den hier lesen. Ich möchte jetzt ganz kurz. Dankeschön, Sabine. Dankeschön, Claudia. Und Dankeschön, Maddie. So, ich habe sie jetzt so gedreht. Sie sind jetzt noch rechts im Bild zu sehen, während ich hier drüben mich um den Schniepel kümmere. Damit die Zuschauer auch wirklich sehen, dass wir die anzünden. Zünden wir täglich an, ja. So, jetzt ist der von oben richtig heiß. Und jetzt muss ich noch den Mandelkuchen aufsetzen. Oder? Der riecht aber. Also Sandelholz, das riecht wirklich so, als ob ich jetzt gerade so ein Lagerfeuer angezündet habe. Gerade so riecht das. Ja. Okay. Der dampft so vor sich hin. Hier sieht man das auch. Hier sieht man die Dampfwolken, die kommen da raus. Sehr gut. Sport und Achtsamkeit, wenn du da stehst, Schatz. Hol ich dir sofort, aber erstmal bringe ich dich wieder in die richtige Position. So. Wir haben auf unserem Sport-Adventskalender auf den Popo setzen, Beine hochheben, und festhalten. Nee, festhalten kann ja nicht sein. Oder sollen wir das 10-mal festhalten? Du musst dich so hinsetzen, glaube ich, auf den Popo, so nach hinten gelehnt. Und das, ich krieg das gar nicht so hoch. Du darfst dich auch nicht anlehnen, Schatz. Du sollst deinen Körper selber halten. Also so meinst du. So. Aber ohne anlehnen, Schatz. Boah, das ist voll anstrengend. Ohne anlehnen, Schatz. Wie soll ich das schaffen, Schatz? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich nehme mal erstmal. Die Übung ist gleich ein bisschen zu schwer für uns. Ich würde sagen, wir machen 10 Sit-Ups. Das können wir auch machen. Stattdessen. Dafür sind noch die Achtsamkeitsadventskalender. Ich lese noch kurz vor. Das ist wieder was für dich. Das sind beide Sprüche für dich, die gut sind, während du jetzt die Sit-Ups machst. Ja, perfekt. Also, geh ins Bett, sobald du müde bist. Genial. Auch wenn es noch zu früh ist. Genial. Das ist die erste Sache. Und esse deine Lieblingsspeise. Perfekt, gerade bei dieser Übung. So. Ja, die andere ist ja, das ist ja auch für die Bauchmuskeln. Man muss es so anziehen, aber das kriegen wir nicht hin im Sitzen. Das ist zu anstrengend. 10-mal. Ja, reichen diese halben? Ich glaube, ja. Perfekt. Also die Übung an sich, glaube ich, war deutlich schwieriger als das, was ich jetzt gemacht habe. Aber es ist ein Mitmacher. Adventskalender. Genau, das heißt, ihr könnt alle mitmachen, wenn ihr wollt. Ja, und Osok darf jetzt auch mitmachen. Ja, ich muss mich jetzt auch nur... Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die schwerere Übung machen. Ja, hier, so ein V kriegen wir nicht hin. So. Ach so, doch, warten Sie kurz, ich helfe Ihnen. Nee, Sie müssen nochmal hochkommen mit dem Oberkörper. Geht jetzt nicht mehr. Also, 1, 2. Ich mach diese Übung. So war die Übung, glaube ich, nicht gedacht. So war die Übung gedacht, natürlich. Nee, ich glaube nicht, Osok. Ich mache jetzt Platz für dich, damit sie hier hinkommt. Ich mache jetzt auch die Übung. Ich mache jetzt auch so Dinger. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt. Also, wenn man sich so. Wie sollte es sein? So? So? Aber ohne Anlehnen, Schatz. Ja, aber wie soll ich denn eine Position so machen, Rod?
Kannst du mich bitte nicht treten in die Fresse? Ich lehne mich jetzt nicht an, so jetzt, ja. Oh. Ja, zehnmal in die Fresse. Wie soll ich das denn hinkriegen? Du sollst mir nicht in die Fresse treten. Ich weiß nicht, wie ich die Beine sonst anheben soll. Ja, dann mach doch die andere Übung. Dann, warte kurz, da muss ich mich aber so, du meinst für Sit-Up, so? Ja. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, und einen noch für Peter. Oh, da muss ich rüber so und pusten. keinen mehr für die Tigerparty. Ich habe doch gerade die Dinger gegessen, hier diese. Oh, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin erschöpft. Haben wir heute alles geschafft schon? Ja. Perfekt. Also, ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal durch. Also ich bin auf jeden Fall durch. Die Sonne ist jetzt rausgekommen. Es wird wieder ein richtig, richtig schöner Tag. Ich wollte euch jetzt mein Mittagessen zeigen. Ich habe nämlich für uns beide gekocht. Ozok wollte wieder mitessen. Und es gibt Kohlrabi-Möhrchen-Eintopf. Und es ist wieder vegan. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, unnötig, dass ich das dazu sage. Aber ich habe hier diesen Froschkäse jetzt aufgebaut. Den hatten wir hier vom Edeka mit dem Sticker drauf. Habe ich für ein paar Rezepte benutzt. Und ich habe jetzt hier den Rest reingehauen auf Kichererbsenbasis. Schmeckt ganz gut. Also nicht wie richtiger Frischkäse, aber keine schlechte Alternative. Also man kann das so verwenden wie Frischkäse. Und jetzt sieht die Suppe halt hier so ein bisschen cremiger aus. Eigentlich sollte man das mit Schmelzkäse machen. Aber hatte ich eh gar nicht zu Hause. Und Würstchen würden da natürlich auch gut zu passen. Also die Basis ist Kohlrabi, Möhrchen, Kartoffeln, Brühe. Und da habe ich die selbstgedörrte Brühe genommen. Frische Petersilie, die ist jetzt auch wieder alle. Und dann halt 20 Minuten kochen lassen. Und für Ozok, wir hatten ja im Koro-Adventskalender am Nikolaus den Oliventofu. Ich habe jetzt Ozok gefragt, er möchte ihn gerne essen. Und ich habe gesagt, naja, das passt gut zu dem Gericht eigentlich heute, weil normalerweise isst man das eh mit Würstchen. Und ich esse es dann so. Und Ozok, dem brate ich jetzt dieses Tofu an mit dieser Hoisinsoße und dem Sesam. Das hat ihm gut geschmeckt letzte Mal. Ich kenne mich mit Tofu ja noch nicht so gut aus, aber der scheint mir deutlich weicher in der Konsistenz zu sein als die, die ich sonst irgendwie hatte. Aber das habe ich auch schon gehört, dass jeder Laden, dass es immer so ein bisschen verschieden schmeckt, die Tofu-Sachen. Naja, das heißt, ich warte noch kurz. Das Essen ist eh jetzt frisch gerade fertig. Das ist eh zu heiß zum Essen, deswegen das passt ganz gut. Wir sind jetzt unterwegs zum Leihwagen. Mal wieder. Ja. Heute machen wir aber eine Sache, die hätte eh nicht in unser Auto reingepasst, jedenfalls nicht mit einer Fuhre. Nee, hat man doppelt fahren müssen. Ich habe nämlich heute nochmal auf eBay Kleinanzeigen geschmökert und ich habe ja, als wir den Tisch gemacht haben, habe ich ja gesagt, ich hätte gern noch die Renn. Nee, ist also, eine Edelweißsprache. Ich hätte gern noch neue Stühle dazu, weil die alten, die haben wir geschenkt bekommen und die sind schwarz und die quietschen. Wenn man drauf sitzt, das quietscht und man hört es halt im Video, wenn man auf diesen Stühlen ist. So macht es immer. Ja. Und die sind nicht so besonders stabil. Einer ist schon komplett hops gegangen, deswegen haben wir auch nur noch 5 statt 6. Ja, da war die Schraube rausgedingselt, weil die auch nicht richtig fest war. Ja. Wir haben das Gebinde auch nicht wieder erfunden. Nee, die Schraube gab es noch nie, als wir die Stühle bekommen haben. Ach, oder so. Ja, keine Ahnung. Und ja, wir haben das jetzt jahrelang benutzt und waren da eigentlich auch sehr dankbar drüber, dass wir das Geschenk bekommen haben. Und für gratis Sachen. Richtig, ja. Falls ihr was loswerden wollt, hier Messi Maurer ist hier euer. Nein, Blödsinn jetzt alles. Aber wir haben jetzt, habe ich ein geiles Angebot für Stühle gefunden. Nicht zu verschenken, aber okay. Zum Kaufen. Zum Kaufen. 120 Euro, ich sage euch die Summe für 6 Stühle, Lederstühle, Freischwinger und mit Metallrahmen. Also passend zu unserem Esstisch.
und die sind halt braun. Ich denke, die werden sehr gut da reinpassen. Wir müssen sogar bis ans Ende der Straße laufen. Und dann nach rechts noch eine Busstation. Noch eine ganze Busstation müssen wir laufen. Ja, hier. Weil wir brauchen ja ein L-Auto, wo die Stühle reinpassen. Hier sind wir drauf. Wir sind gerade hier. Das blaue Türkishafene ist der S mit elektrischer. Das ist das S hier drauf. Ach so, ja. Und wir müssen jetzt die nächste Straße, nicht die nächste rechts, die übernächste müssen wir rechts laufen. Das ist noch eine ganze Busstation. Ja, na, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech mit den Autos. Aber wenn man eine bestimmte Größe braucht, ja. Letztes Mal mit der Couch hatten wir mehr Glück. Ja, das waren nur 7 Minuten Fußweg, jetzt 10 ungefähr. Jo. Ist aber kein Problem. Also wir leihen uns das Auto aus. Und das Schöne ist, es ist halt aus Reinickendorf. Direkt hinter MQ. Hinterm Märkischen Quartier. In einer dieser Nebenstraßen ist das. Das ist halt auch nicht so weit. 2,5 Kilometer von hier. Das war gut. Ja, können man fast die Schüle zu Fuß nach Hause tragen. Also aber nicht bei dem Wetter und der Kälte. Nee. Die Stühle sind auch zu schwer, sind richtig stabile, massive Stühle. Ich freue mich da richtig drüber. Hätte ich jetzt so einen großen Anhänger, den ich ziehen könnte, so einen Karren, und da könnte ich 3 Stühle rauf machen, dann würde ich das machen, weil ich so geizig aber bin. Aber der muss ja auch 2-mal laufen. Das ist so richtig, aber weil ich so geizig bin, dann würde ich es trotzdem machen. Wir laufen jetzt zum Auto, fahren zu dem Typen hin. 16 Uhr sind wir verabredet. 14. Etage. Hoffentlich funktioniert der Fahrstuhl. Oh nee, genau. Oh, stell dir vor, der Fahrstuhl wäre kaputt. Oh nein. Und dann fahren wir nach Hause und dann das Auto können wir halt vor der Tür abstellen. Das ist ganz gut, weil wir sind halt in diesem Gebiet drin. Da muss ich mal gucken, wo man das Auto abstellen kann wieder. Wir stellen es einfach vor unserer Haustür. Ja, richtig. Einfach gut. Hier ist übrigens der Garibaldi-See da hinten. Das hat mir erzählt Michael Lemke hat gesagt, dass er da ganz häufig früher gewesen ist mit seiner Schwester zusammen. Ja, kleine Insider-Infos von anderen Zuschauern. Michael, ja, verratet uns nichts, aber sorgt, verrät alles ja, weiter. Ist Michael, kein Problem. Wenn du jetzt siehst, hier Grüße gehen raus. Ja? Ja. Richtig, richtig tolle Stühle, Lederstühle, braun und richtig stabil und robust. Die haben so ein Stahl-Freischwinggerüst, hast du gesagt. Richtig? Ja. Und wir werden uns vor Ort nochmal anschauen. Weil wir wollten ja schon Stühle haben, aber ich wollte mir eigentlich welche schenken lassen. Und 20 Euro pro Stuhl ist nicht viel. Er sagte auch, er hätte mal 90 pro Stuhl bezahlt. Kann man sich auch vorstellen, sage ich jetzt mal, für die Stühle. Gepflegt, keine Beschädigungen, immer sorgfältig mit behandelt. Und ja, bin gleich gespannt, wie die Stühle denn aussehen. Dann müssen wir mal kicken. So, du machst kurz Pause. Ehrenmann auf jeden Fall. Wir sind wieder zu Hause und das ist der alte Stuhl. Das ist ein Sorgstuhl aus dem Kinderzimmer. Der ist ultra stabil. Da darf sich auch jeder drauf setzen. Der hält alles aus. Und ja, das ist dieses Quietschen, was wir meinten. Das ist vorher und das ist hinterher. Ja, krass. Also Sitzfläche ist auch ein bisschen größer. Hier steht auch noch einer. Der Rest steht schon. Hier steht einer. Ja, wir haben jetzt nicht mehr so viel Licht. Ich zeig's euch morgen dann nochmal bei Tageslicht. Richtig, richtig schönes Braun. Das passt hervorragend zu dem Tisch. Auch die Füße, wie gesagt, identisch. Also beides Metall. Das passt halt sehr, sehr gut. Wir sind massiv zufrieden mit diesen Stühlen. Richtig geiler Kauf. Also 115 haben wir bezahlt. Schwingstuhl. Schwingen. Da kann man schwingen, Ozog. Ozog ist komplett fertig. Wir hatten arge Probleme mit dem Meilswagen. Dafür konnte aber keiner was. Das liegt vielleicht an der Kälte. Wir konnten es nicht abschließen. Das Auto. Wir wollten rüberfahren, abschließen, die holen und das Auto dann wieder benutzen und weiterfahren, aber es ließ sich nicht abschließen. Also wir konnten das nicht abmelden oder pausieren in der App. Und ja, hat der Ozog alles verzweifelt versucht mit Umhaken alles und das liegt vielleicht an den Temperaturen draußen gerade. Haben dann die Hotline angerufen, hat eine Viertelstunde insgesamt gedauert. Vielleicht auch länger. Ja, 20 Minuten mehr so. Und genau, Fahrt 1 hat irgendwie 10 Euro noch was gekostet und 5 Euro kriegen wir da aber wieder gut geschrieben, weil das ja nicht unser Fehler war. Und ja, das hat auch so ein bisschen fertig gemacht. Das hat mich geistig massiv zerstört, das ging gar nicht klar. Massiv? Weil das sind so Fehler,
an denen habe ich selber keine Schuld und ich habe keinen Einfluss darauf und das macht mich geistig massiv fertig. Aber alles kein Problem, man kann einfach die App anrufen und die regeln das und setzen das zurück. Man kriegt einen Gutschein für die nächste Fahrt und ja, also weiß ich nicht, was jetzt die zweite Fahrt gekostet hat, aber werden wir so bei 10 Euro gelandet sein mit dem Transport. Wir hatten halt auch Berufsverkehr noch so ein bisschen, das war natürlich ein bisschen schwierig. Aber wir haben die Stühle jetzt, die sind wirklich sehr, sehr schwer auch gewesen. Also die halten auch was aus, die haben, also fühlt sich richtig gut an, die Stühle. Ich weiß nicht, wir haben ja auf Ikea auch auf ein paar Stühle gesessen und manche Stühle fühlen sich so günstig an, wenn ich das so sagen kann. Ja, kann man sagen. Irgendwie, dass man irgendwie Angst hat, aber die fühlen sich so richtig, richtig stabil an. Als ob man sich da auch zu zweit draufsetzen könnte. Und das war uns ja auch wichtig, dass egal wer zu uns zu Besuch kommt, dass sich jeder hier draufsetzen kann. Ja, vor allem für einen Schwiegervati, dass der einen richtigen Stuhl hat, wenn der denn doch mal wieder bei uns ist. Ja, für den Schwiegervati haben wir immer den Stuhl rausgeholt, weil der ist halt unzerstörbar und die sind halt wirklich so ein bisschen wackelige Wesen so. Also die waren für uns gut genug, ne? Weil so ein Stuhl, da zahlt man ja auch mindestens 30 Euro. Eher so ab 50 werden sie ein bisschen schöner, ne? Und ab 100 kriegt man richtig hübsche Stühle. Und das war uns das halt nie wert, so viel Geld für Stühle auszugeben, wo wir halt die hier geschenkt bekommen hatten. Und ja, die werden wir jetzt reinsetzen bei eBay Kleinanzeigen. Die haben einige Macken. Also wir sie natürlich erstmal wieder verkaufen. Ich würde sie dann auch verschenken. Ich wäre froh, wenn sie jemand abholt. Aber 5 Euro pro Stuhl kann man ja wohl noch nehmen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten kann man die, glaube ich, auch auseinanderbauen und dann nehmen die weniger Platz weg. Ich bin da aber noch nicht so ganz sicher. Aber das würden wir dann erst wahrscheinlich, also wenn wir sie komplett auseinanderschrauben könnten, könnten wir sie auch in den Tonnen entsorgen eigentlich bei uns. Aber ich denke, zu verschenken wird es auf jeden Fall jemand abholen. Also da mache ich mir keine Sorgen, wenn da Stuhlfuß drüber ist, hat ja wieder hübsch. Also der ist hier, also hier gibt es zum Beispiel einen Kratzer, weil die Vorbesitzerin, die hatte Katzen und die war so ein bisschen dran an den Stühlen. Ist gar nicht, ja. Aber es ist, wie es ist. Achso, hier ist es noch so richtig schön. Hier gibt es nämlich Fußbodenschoner. Kleben wir überall so richtig professionelle, große Gumminupsis dran. Aber das finde ich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Also der Mann hatte auch Laminat. Und darunter hat man keinen Kratzer gesehen. Also das hat er schon ganz gut gemacht. Weiß nicht, ob die zum Stuhl direkt gehören oder ob er sich da wirklich richtig gute Teile gekauft hat. So richtig, also es sind so Gummiteile hier, die das puffern. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Der hatte eine richtig hübsche Wohnung. Der hatte sehr modern und kahl, und aber modern auf jeden Fall. Und ein bisschen DIY-Möbelstücke hatte er dazwischen. Also er hatte so ein Holzbrett einfach an der Wand, so ein Echtholzbrett. Wo er Haken noch dran geschraubt hat als Garderobe, und seine Schuhe standen auch auf so einem, einfach so ein Brett. Das war halt ganz cool. Ozak, hat dir die Wohnung gefallen von dem? Ja, war ganz gut eigentlich. Ja, er hat. Die war halt modern. Die hatte einen sehr langen Flur und am Ende des Flurs war so eine Nische. Das sah so ein bisschen aus, als ob das die Essecke wäre oder halt so. Na, die haben ja eine Essecke draußen gemacht. Er hat ja beides verkauft, aber wir wollten nur die Stühle. Ja. Und. War okay, also sah ganz schön aus. War eine hübsche Wohnung und jetzt haben wir die Stühle. Ich fand am besten, er hatte seinen ganz, also es war so ein langgezogener Flur und er hatte an links und rechts überall Fotos und Leinwände dran. Ja. Und viele Tiere halt, Hundis und Katzen und sowas. Und ich mag das ja, wenn die Leute Tiere haben, das wisst ihr ja. Ich bin ja ein Tierfreund, ich mag alle Tiere. Also der war auch froh, dass er jetzt die Stühle los ist. Er hat auch gesagt, er hat 100 Euro pro Stück mal bezahlt. Genau, bei Möbelhöfner. Bei Möbelhöfner, muss ich nachher nochmal schauen, vielleicht finde ich die Stühle ja nochmal. Einfach nur so rein Interesse halber natürlich. Und nie viel benutzt. Das war so seine Aussage. Und jetzt lösen sie die Essecke auf, weil da halt niemand dran da sitzt. Deswegen, ja, ich freue mich total. Finde ich total fair. 20 Euro pro Stuhl. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt auch aus diesem Video. Morgen werde ich das mal um unseren Esstisch stellen, dass ihr die volle Pracht auch sehen könnt. Ey, die Weihnachtsmann, die Stuhlhosen passen jetzt. Ja. Weil die ja für die an alten Stühle so groß waren. Jetzt passt das perfekt drüber, denke ich. Das ist ja überragend. Glück gehabt. Wie geplant. Das habe ich geplant letztes Jahr. Ist ja, genau. Ja. Also wir sind sehr, sehr glücklich. Die Rückfahrt hat problemlos geklappt. Da gab es gar keine Probleme mit dem Abschließen an der App. Und
ja, ist halt manchmal hat man halt einfach Pech, ist dann halt so. Ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Jepoda freut sich drüber. Ich erinnere euch noch gerne nochmal an meinen 30% Coupon mit Bira Dezember auf jepoda.de. Der erste anklickbare Link unten in der Infobox. Und ja, bis später.